So what now? Well, he's obviously not going to give us the truth. So I say we go get it ourselves. Wait, you're not seriously thinking of breaking and entering a police archive? Go big or go home. So, what's the plan? We go inside and calmly ask Eddie why he was there that day. All right. Let's try to let him get his side of the story out, okay? Uh-huh. Oh, yeah. I understand, Mr. Barrow. I'll be sure to let him know. Yes, I have it all written down. Have a good day, Mr. Barrow. Morning, Missy. How do you get stuck working reception? Rose called in sick this morning. I'm covering for her while I try to get my paperwork done. What are you doing here? Just checking in with Uncle Eddie. I'm guessing from the identical features that this is Tyler? Tyler, Denise, Denise, Tyler. Wilson, could you tell Officer Vincenzi that I'll be... Oh, good morning, Allison. Hi, Uncle. I'm gonna take Dr. Torres' statement. No need for Vincenzi to come back to the station. Ach so, ich kann mich bewegen. Ugh. He doesn't seem like he's in the best of moods. Yeah, I don't know what's going on, but he's been a little off all day. Good luck. Great. He has an excuse to brush us off. Hey. He speaks. How's Delos treating you so far? It's been good to see Allison. She's been talking nonstop about you lately. I know she's happy to have you here. Hey, been meaning to say, Allison showed us that article you wrote for the Juno Daily last year. You were spot on. The state needs to be giving way more money to youth centers. Fireweed was lucky to have you. Thanks. I spent a lot of time fighting for more outdoor activities. Made some enemies in the administration over that one. But the first time those kids summited Mount Roberts, man, they were so proud. Felt great. I know exactly what you mean. I, volunteer sometimes with the JCE. You give lectures about police work, lead group talks when I can. JCE? You know, Juno Coalition for Equality. Oh. Oh! Wait, really? That's awesome. Yeah, and I don't mean to preach, but the kids in those groups, be it Fireweed or the JCE, they need people who really understand them. People who know where they're coming from and will fight for what they need. Anyways, sorry for the rant. Oh, hello, kids. Hello, middle-aged adult. Everything all right? Your uncle said you two were going to be knee-deep in trash for a few days. A few days? Optimistic. It feels like every time we clear out a door, two more just appear out of thin air. Huh. Yes, you got my sympathies. When we emptied Linda's parents' house, oof. I thought we'd have to rent a backhoe. How is Linda? I feel like I haven't seen her in months. Good. Yeah, she started working over at the high school as the librarian. Pay's not great, but she gets to see the kids every day, so... I bet Brendan's thrilled. Oh, yeah. Happy as any teenager who's got to spend extra time with his mom. Well, I'll let you work. Eh, no worries. You're not a bother. Nö, viel zu tun hatte er offensichtlich gerade nicht. Dr. Torres, you said your daughter was with you during the incident? Yes, she was. I'll need her information too then. Can you give me her name and date of birth? Okay. Isabella Henderson, July 16th, 2009. Henderson. Ja, können wir ja noch irgendwas machen? Warte mal, mit ihm können wir noch reden. My ex-husband. Does she live with Tyler Ronan. Good to see you again. You've gotten tall. That usually happens between ages 11 and 21. Yeah, well, welcome home. Thanks. It's been a while. So, what brings you two around? Essence Corporal. We're here to see Chief Brown. Oh boy. What do you do now? Suspects wanted for a felony. Oh, well, don't forget to read him his Miranda rights.
So is there anything I can help you with? You might, actually. Is there any way we could see the file for our mother's case? Well, you're legally allowed to look at anything that concerns you, so you could always file a request for access. So, we can see it? Of course. I can start the paperwork if you want. It's okay. We'll figure it out with Brown. Thanks. All right. So, apparently they keep all the case files right here. Jesus, Stinson. You scared me. Sorry. Anyway, if Brown's not gonna be straight up with us, we should just read it for ourselves. Yeah. All right. I had to be in surgery at... Morning, Chief Brown. Good morning, Tyler. Hey, could we talk to you in private? It's a little urgent. Can you excuse me for a second, Dr. Torres? What's going on, you two? We'd like to see our mother's case file. We talked to Greg's. We were hoping to file a request for access. Today. Excuse me. Come on. You can fill out the paperwork, but the file won't be ready for a few days. How long is it gonna take, exactly? That depends. 3 days? A week? A week? Aren't all the files just upstairs? Yeah, but the approval process takes time. I don't know what you're looking for in that file. I was the officer in charge of the case, and there's nothing you two don't already know. Look, guys, I've got a victim waiting to finish her statement. We can file the access paperwork later tonight, all right? I hate when he's stubborn like that. So what now? Na, was wohl? Miss Torres, where were we? Well, he's obviously not going to give us the truth. So I say we go get it ourselves. Where do you think they'd stash her file? I don't know. The archive room? Maybe Eddie's office? Wait, you're not seriously thinking of breaking and entering a police archive? Go big or go home. All right. Incident report states you called yesterday at 6:13 a.m. because someone vandalized your mailbox. Officer Vincenzi was dispatched to your home at 6:29. Hey, what are you two up to over there? Everything fine? Oh, wir wollen einbrechen. Yeah, everything's fine. We're just, I was just telling Tyler where the upstairs bathroom is. Tyler, help me out here. Oh, yeah. Toilet emergency. Lake water. You know, Mother Nature's juice cleanse. And there's a bathroom just past the break room. Behind you. First door on your right. Forget it, Tyler. There's no way we're getting upstairs out in the open like this. It's too suspicious. There must be another way up. Should we just look around? Yeah. Okay. Act normal. Also, ich würde sagen, dann gehen wir erstmal Richtung Toiletten. Sei denn, wir können hier noch was gucken. Alright. Let's see. There. Fire exit. It opens up to a staircase on the side of the building, but it'll definitely be locked from the inside. If one of us were to create a diversion, the other could slip upstairs and open the door. And since you're the troublemaker, I nominate you as the one to make a scene. Wait, really? Got a better idea? Aren't cops, like, trained to notice suspicious behavior? I'm not exactly an amazing actor. Figure out something simple and commit. I have faith in you. Ja, warum gehen die jetzt so? also, ich bin hier. Rechts von mir ist der Eingang. Da müssten wir quasi da durch, wo sozusagen die Toiletten sind. Und da sollten wir dann theoretisch hochkommen. Und die Frage ist nur, ich soll ja das Ablenkungsmanöver starten, ne? Dringend. Vermisste Post. Sehr geehrter Chief Brown, sehr geehrter Mitarbeiter, ich schreibe Ihnen bezüglich des Briefkastenräubers.
Ich habe seit 9 Tagen keine Post erhalten. Meine Enkelin Madison ist in den Flitterwochen im Great House Resort auf Jamaika. Ricky arbeitet am Computer. Sie wollte mir schreiben und wissen Sie, Madison hält immer ihr Wort. Ich rufe seit 9 Tagen täglich an, nur um von Rose abgewimmelt zu werden. Falls die Tatsache, dass ich die Empfehlung für Ihren Sohn nicht geschrieben habe, etwas damit zu tun hat, sollten Sie wissen, dass sie trotzdem verpflichtet ist, ihre Arbeit zu machen. Der Diebstahl meiner Post mag Ihnen unwichtig erscheinen, doch wenn der Dieb unbehelligt bleibt, ermutigt ihn das möglicherweise zu weiteren Verbrechen. Möchten Sie wirklich warten, bis Sie nach dem Briefkastenmörder fahnden müssen? Ich erinnere Sie daran, dass wir jedes Jahr an die Stiftung der Polizei spenden, obwohl wir nicht viel Geld haben, weil wir im Gegensatz zu anderen an Recht und Ordnung glauben. Aber wenn das die Dienstleistung ist, die Sie uns dafür bieten, werden wir in Zukunft vielleicht lieber die Feuerwehr unterstützen. Wärmste Grüße, Laura N. Okay. That pile of paperwork? What about it? I could tip it over. Kind of messy, but I mean, sure. Jesus, Tyler, what happened? Sorry, I wasn't looking where I was going. Just leave that there. All right, I'm in position. What now? Turn right when you exit the station and follow the side of the building. The staircase will be right there. Ach so, von draußen. Ich dachte, da, wo die Toiletten sind. Ach, jetzt ist sie auch noch abgeschlossen. Dumm, die dumm. You heard now? Yeah, I need a smoke. You should think about quitting. Only gets harder the longer you do it. Yeah, I know. While you're at it, get your sister to stop, too. Crisp winter air. Okay, I'm by the door. Come on. Hey, ja, ich bin ja auf dem Weg. Ich kann nur leider nicht rennen. Get in. Oh God, what did I just do? You took control of your destiny. Own it. Okay, und nu? Das ist alles unwichtig. Wir müssen was finden. Looks like this is where Brown keeps all his personal mail. If Eddie catches us in here. You applied to a summer drama program back in 2009? I did, but they rejected me. Michael and I were supposed to go together. He went, but I was stuck here for the summer with no one but Justin Beaver for company. Why? Well, this letter says you got in. What the hell? So he just turned it down? I'm sorry, Allison. Shouldn't be surprised he's lied to me in the past. Okay. Miss Allison Roman, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie für das Sonderprogramm zeitgenössisches Drama der Akademie der Bildenden Künste an der Juno University zugelassen wurden. Wir freuen uns bereits darauf, mit einer so passionierten Kandidatin zu arbeiten und möchten Ihnen ganz herzlich gratulieren. Sie können sich über die Webseite anmelden, über die Sie sich beworben haben, und dort mehr über die für den Sommer geplanten Inhalte erfahren. Wir freuen uns darauf, Sie bald in unserem Camp begrüßen zu können. Mit freundlichen Grüßen, Administratorin der Sommerprogramme. Are you sure you checked all the emails? Nee, ich muss erstmal hier gucken. Why is Brown on a first name basis with the director of Fireweed? Oh. What'd you find? It's an invoice. Eddie Brown, you'll find it enclosed the final invoice for resident Tyler Ronan. The Fireweed administration would like to thank you for all of the support you've given us over the years. I knew Eddie pulled some strings to send you there, but that's a lot of money. More backdoors and secret moves. Maybe he didn't want to make you uncomfortable. Well, now I feel like I'm in his debt.
Also da ja sowieso mal alles so schön zusammengefasst wird, ihr könnt das dann im Hintergrund lesen, wenn ihr möchtet. Ich werde euch da nicht die einzelnen Briefe nochmal alle vorlesen. Looks like he's working with the Office of Child Services on the case. None of our business. Okay. Achso, ich muss hier raus. You finding anything? No. Okay, E-Mails sollen wir auch checken, hat sie gesagt. Achso, da ist der Computer. Den wir aber nicht benutzen können. Da ist noch was. Huh. Hey, you. Though we are destined to burn, we emerge as stardust. Is that? Oh, no. Oh, yes. Burn it. Burn it with fire. Okay. Unter dem Poseidon suche ich nach dir, mein Allweit im Drachenkopf. So reise ich allein inmitten anderer Sterne Schein. Doch habe ich Augen nur für dich und nicht für sie. Und so schiebe ich sie aus meiner Milchstraße in eine andere Galaxie. Ihre Strahlen müssen weichen, möchte ich dein Licht erreichen. Und zwar erwartet uns das Feuer, doch gehen wir daraus hervor als Sternenstaub. Und so schaffen wir ein neues Universum hier. Und es besteht aus dir und mir. Are you sure you checked all the emails? Die kann ich ja nicht. Doch, jetzt kann ich was machen. Huh. The Delos Police Force is getting a new officer. Finally. This guy has a record. And not a short one. Why is he even in the running? Shh. Eddie has a really hard time hiring people out here. I don't think he has a choice. There's always a choice. Ja, das stimmt. Man hat immer eine Wahl. Und selbst wenn man die Wahl hat, kämpfend unterzugehen oder einfach nur so unterzugehen, man hat immer eine Wahl. He might work. Bewachung der Anfertigung von Sandwiches? Was? Okay. Entlassung unter ehrenhaften Bedingungen aus den Streitkräften der Vereinigten Staaten von Amerika. Hiermit wird bestätigt, dass Donald... Achso, ich dachte schon, er selber. Entlassen wurde. Ja, 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 ja. Ist ja okay. So. Wow. Brown looked at our file this morning. Wait, what? What does that mean? I don't know. But there's a reference number. R68653. Transkripte zu Telefonaten wurden entfernt, aber du kannst die digitalisierten Telefonate über den Appendix finden. Gib Bescheid, falls du sonst noch was brauchst. Okay. Sollte ich mir das aufschreiben oder findet er das automatisch? Ich glaube, ich schreibe mir das vorsichtshalber mal eben auf. So, das soll ein R sein. Falls wir die Akte suchen müssen, huh. Gut. Tom invited Eddie over for dinner. Oh, yeah. He's been trying way too hard to get Eddie's endorsement. Does he? Support Tom? He preferred staying neutral. Anti-Bias-Training. Das ist keine Strafe und steht auch nicht mit der Entlassung von Randy Spears in Verbindung. Uh-huh. Genau. Stadtratssitzung. Nacho-Desaster. Mensch, wer hat denn heute Morgen in den Kaffee gepisst? Eieiei, okay. One of his emails mentioned the archives. That's gotta be where our file is. Aw, look at you. Allison Ronan, perfect daughter. Can we stay focused, please? Okay, aber wo sind die Akten? Da muss es doch einen speziellen Aktenraum geben, wenn wir jetzt hier nichts mehr machen können. Achso, sie ist schon rausgegangen. Oder? Da hinten.
Please tell me you know what the code is. To the highly confidential police archive? Then how am I supposed to open the door? I spent hours playing next to this room. I'd see people go inside all the time. The keypad does this little tune. Dum-da-dee-doo. Seriously? Go on, try. Dumm? Ah! Moment. Dumm, also 6. Dei? Dumm da? Was hat sie jetzt eben gesagt? Dumm da die du? Also die 4 kann entweder auf 2 oder auf 3 sein. Du, das ist auf jeden Fall das Letzte. Das heißt, 1 ist auf jeden Fall das Letzte. Da, genau. I guess we should look up that reference in the archives. Nee. Also 6041. Ich meine, sie hat dann da de du gesagt. Also. I don't think that's the right order. Ja, das ist klar. So, Moment. Hier ist noch eine Erinnerung. How did that tune go again? Dum da dee doo. Genau, dum da dee doo. Dum da dee. Oh, shut up. You never told me you had perfect pitch. Shut up. Okay, das heißt, wir drücken, wenn ich es jetzt richtig aufgeschrieben habe, die 60 4 1. Yes. Perfekt. Looks like they're finally going digital. Oh, that's right. I remember Eddie complaining about this. They're gonna have to resort everything. Great. They've digitized their closed files, but only the ones before 1990. Meaning our file is still somewhere in those boxes. Perfect. A room of scattered case files and a half-done sorting system. Yep. This is gonna be so fun for you. I'm gonna go keep a lookout. What? Why do I have to be the one stuck with box duty? Because if anyone sees me, I'll have a better excuse for being there. Reach out if you need anything. R68653. Genau. Die habe ich mir auch aufgeschrieben. Okay. Okay, was haben wir denn hier? Auflösung, Farbe. Textmaterialien, nichts, was uns jetzt weiterhilft. Kann man hier irgendwas am PC machen? Auch nicht, ne? Nope. Moment. R68653. R68653. Okay. R62. R68. Das könnte so sein. Step-by-step record of the investigation. So, chronologische Aufzeichnung. Ermittlung Fall 68653. Perfekt. 1.3.2005, 22:35 Uhr. Von meinem Partner Officer Christian Holt über Fall an der 12 Canary Road der Lost Crossing AK77477 informiert. Weiße Frau, identifiziert als Mary Ann Ronan, geboren 8.7.1964, vom Pier in den See gefallen. Audioaufnahmen Nummer 36359 und 36360. Brown.
22:58 Uhr. Holt und ich erreichen den Tatort. Briefing zum Vorfall durch Streifenpolizist Jay Chan. Nummer 5622 Brown. 23:07 Uhr. Zeugin. Name der Minderjährigen geschwärzt. Ronan und Name der Minderjährigen geschwärzt. Ronan. geboren 7.3.1994. Ausfindig gemacht. Kinder der Mary Ann Ronan. Zeugenbefragung nicht möglich, da beide unter Schock standen. Die Kinder wurden in die Obhut von Streifenpolizist Jay Chan gegeben. Brown. 23:41 Uhr. Gerichtsmedizinischer Ermittler T. Dickens trifft am Tatort ein. Fingerabdrücke des Opfers genommen. Labortechniker O. Tully, Nummer 5629 vor Ort. Fotografien des Tatorts angefertigt und nicht gemeldete Schrotflinte des Typs Wrestler 3121 sichergestellt. Munition vor Ort sichergestellt in der Scheune. Brown. Okay. Drehen. Well, so far I'm not seeing anything we didn't know already. It does reference some other files and audio recordings though. You might be able to look those up on the computer. Even if our file hasn't been digitized yet, they may already have it in the appendix. Okay. Aber wir lesen natürlich trotzdem noch mal weiter. 2.3.2005, 0.23 Uhr, Leichnam wurde an Gerichtsmediziner überführt, Tatort gesichert, Brown. 1:04 Uhr, Kinder auf der Wache befragt, es wurde ausgesagt, nachdem, Name geschwärzt, Ronan Haare durch Schwester A. Ronan habe kurz schneiden lassen, habe Mary Ann Ronan, Name wurde geschwärzt, Ronan mit einer Waffe bedroht. Also das mit den geschwärzten Namen lese ich jetzt mal nicht mehr vor. Als Ronan vor ihr floh, habe M.A. Ronan an dem Pier verfolgt. Ronan habe M.A. Ronan, die zu diesem Zeitpunkt das Kind immer noch bedrohte, eine Stichwunde zugefügt, ehe sie ins Wasser gefallen sei. Zeuginnen sagen aus, kurz darauf den Notruf verständigt zu haben. Brown. 6:30 Uhr, Tatort untersucht. Die von Ronan erwähnte Schere konnte nicht gefunden werden. Brown. Okay. 4.3.2005. Fall an Staatsanwalt B. Cruz übertragen. Ronan wurde des Totschlags angeklagt. Fall TA 66585. Brown. Das ist ja geil. Totschlag, wenn er sich offiziell ja verteidigt hat. Ich meine, wir wissen ja, dass sie das gewesen ist. Aber das sind ja tolle, intelligente... Ja...